Das österreichische Parlament im März 2023. Das Hohe Haus ist aufwendig renoviert worden. Doch die Unzufriedenheit mit dem demokratischen System nimmt zu, wie eine ganz neue SORA-Umfrage zeigt. Rund 60% meinen, der Nationalrat sei ein Ort für politische Selbstdarsteller, die viel reden und zu viel Zeit mit U-Ausschüssen verschwenden. Für echte Reformen müsse jetzt einmal jemand hart durchgreifen, sagen rund 20%. Das heißt, dieses Liebäugeln mit einem starken Mann, es könnte auch eine Frau sein an der Spitze des Staates, dieser Wunsch ist stark vorhanden. Wie Politikverdruss instrumentalisiert werden kann, hat dieser Mann 1930 vorgemacht. Ernst Rüdiger Stahenberg. Der ultrarechte Politiker will dem Nationalrat an den Kragen mit der Parole: Weg mit der Quatschbude. Anfang März 1933 passiert im Parlament eine Abstimmungspanne mit weitreichenden Folgen. Danach treten alle drei Nationalratspräsidenten zurück. Das war nun der Schritt in den Abgrund. Denn Engelbert Dollfuß nützt das Machtvakuum. Der amtierende Bundeskanzler wird zum Diktator. Heil Österreich! Bis heute ist der Staatsstreich des Engelbert Dollfuß ein Lehrstück über Machtmissbrauch und Verblendung. Aber auch eine Mahnung für die Zukunft. Ringstraße, 90 Jahre nach den Ereignissen von 1933. Das österreichische Parlament hat umfangreiche Bauarbeiten hinter sich. Rund 420 Millionen Euro hat die fünfjährige Sanierung und Modernisierung gekostet. Nun arbeiten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier wieder an ihrer gewohnten Wirkungsstätte. Das Hohe Haus ist herausgeputzt wie am ersten Tag, als das Parlament der Donaumonarchie noch Reichsrat geheißen hat und 1883 vom Architekten Theophil Hansen fertiggestellt worden war. Die Strahlkraft der altehrwürdigen Institutionen steht aber heute im krassen Gegensatz zum schlechten Image der Abgeordneten. Diese haben viel Vertrauen verspielt. Was die Umfragen in letzter Zeit deutlich gezeigt haben, ist, dass man nicht sehr einverstanden ist mit dem politischen Diskussionsstil, einfach auch mit den Umgangsformen, die man sieht im Parlament. Bis heute symbolisieren die überdimensionalen Bronzestatuen der Rossebändiger, was Volksvertreter zu tun haben. Sie sollen ihre Leidenschaften zügeln, um die politische Arbeit in geordnete Bahnen zu lenken. Den Vorwurf, das Parlament sei ein Polittheater, gab es schon zu Kaiserszeiten. Große Erwartungen an den Parlamentarismus entstehen im November 1918. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zerfall des Habsburgerreiches wird Österreich zu einer kleinen Republik mit einer modernen Verfassung, in der nun auch die Frauen stimmberechtigt sind. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei stellt den ersten Kanzler, Karl Renner. Es kommt eine Koalitionsregierung aus Sozialdemokraten und Christlichsozialen zustande, die auch eine Reihe von sozialpolitischen Gesetzen vom 8-Stunden-Tag über den Mieterschutz bis zum Beginn des Arbeiterurlaubs verabschiedet. In der jungen Republik ist das Parlament stärker als heute. Das Hohe Haus ernennt und entlässt die Regierung. Das Motto der Sozialdemokraten: Alle Macht dem Parlament. Damit haben die Christlich-Sozialen wenig Freude. Sie hätten gern mehr Rechte für den Bundespräsidenten. 1920 geht die Koalition in die Brüche. Es folgen dramatische Jahre mit Hyperinflation und der Verarmung breiter Schichten. Der Zorn der Bevölkerung ist groß. Die Demokratie gerät in Verruf
bei der Krisenbewältigung zu versagen. In der Weltwirtschaftskrise landet das Parlament im Fadenkreuz der Heimwehren. Sie wollen einen faschistischen Staat nach italienischem Vorbild, ihr Anführer Ernst Rüdiger Stahenberg. Er importiert ein Schlagwort aus Deutschland für seine Tiraden gegen das österreichische Parlament, den Kampfbegriff Quatschbude. Der Begriff Quatschbude wurde immer von Feinden der parlamentarischen Demokratie verwendet, sei es jetzt von Monarchisten oder auch von Nationalsozialisten und Kommunisten. Was sie damit zum Ausdruck bringen wollten, war, glaube ich, Quatsch in zweierlei Sinn. Eine Quatschbude, in der gequatscht wird, nämlich viel diskutiert mit wenig Sinn. Stahenberg schießt sich auf das Hohe Haus ein. Seine Stoßrichtung ist radikal und unmissverständlich. Dazu kommt, dass die Wirtschaft sehr früh eigentlich verlangt, dass die Regierung autoritärer handelt. Die Heimwehr fordert eine Wirtschaftsdiktatur als letzte Rettung. Die Großindustrie will eine Senkung der Produktionskosten. Arbeitnehmerfreundliche Sozialgesetze werden auch von christlich-sozialen Politikern als revolutionärer Schutt verteufelt. Der Zeitgeist der 30er Jahre macht viele demokratiemüde. Die Erste Republik war geprägt durch ununterbrochene Aufmärsche. Andauernd ist in den Städten und am Land Marschmusik gespielt worden und andauernd ist irgendwer hinter Fahnen nachgerannt. Bewaffnete Verbände wie die Rechte Heimwehr und der Linke Schutzbund bringen sich in Stellung. Zum entscheidenden Kampfplatz wird jedoch das Parlament. Genauer gesagt, der Nationalrat, der in einem Sitzungssaal aus der Monarchie tagt. Hier geraten ab 1932 der schwarze Kanzler Engelbert Dollfuß und der rote Parteiideologe Otto Bauer schwer aneinander. Bauer ist ein exzellenter Redner, der Dollfuß immer wieder in Verlegenheit bringt. Mit radikaler Rhetorik verschreckt er aber das Bürgertum. Man hat auch Angst gehabt vor dem Bolschewismus. Nicht? Man hat natürlich dann das leninistische, später stalinistische Russland erschreckend vor Augen gehabt. Also man muss dieses antisozialistische bürgerliche Ressentiment auch verstehen. Der Parlamentarismus ist noch zu wenig verankert. Die Parteien haben Hintergedanken. Bei den Christlich-Sozialen ist es die sogenannte wahre Demokratie mit starker Führerverantwortung. Die Sozialdemokraten sehen die soziale Demokratie als Vorstufe zum Sozialismus. Es gibt ja auch den berühmten Spruch, Demokratie, das ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel. Alle Parteien haben Ziele gehabt, die sie über die Demokratie und über die Verfassung der Demokratischen Republik gestellt haben. Die politischen Lager waren damals allerdings auch viel verfeindeter, so stark, wie wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Das erklärt, warum es selbst bei der Krisenbekämpfung kein Miteinander gibt. 1931 ist die Kreditanstalt, die wichtigste Bank der Republik, zahlungsunfähig. Die drohende Megapleite bedroht sogar die Landeswährung, den Schilling. Die CA muss durch eine sündteure Notverstaatlichung aufgefangen werden. Die amtierende Regierung hält dem Druck aber nicht stand. Altkanzler Ignaz Seipel will daher die Sozialdemokraten in eine Allparteienregierung holen, mit Otto Bauer als Vizekanzler. Doch dessen Partei lehnt ab. Eine vertane Chance zur Vertrauensbildung, wie Bruno Kreisky später gesagt hat. Persönlich bin ich der Meinung, dass man rückschauend betrachtet, das Angebot hätte annehmen müssen und in Verhandlungen einzutreten gehabt hätte. Man hätte vielleicht dann etwas Ähnliches zustande gebracht,
wie es dann nach 45 möglich war. Anfang der 1930er Jahre gelten Kompromisse aber als Zeichen der Schwäche. Damit bilden wieder die Christlich-Sozialen und die Großdeutschen eine Koalition. Doch das Kreditanstalt-Debakel wächst sich zu einem staatsgefährdenden Budgetfiasko aus. Die Folge: ein hartes Sparpaket für die Bevölkerung. Es ist rundherum eine echte Katastrophenstimmung, die noch dadurch verschärft wird, dass die Anhängerschaft der traditionellen Parteien 1932 sichtbar ausrinnt zugunsten der Nationalsozialisten. Diese schaffen bei den Wiener Landtagswahlen aus dem Stand 17%. Die Christlich-Sozialen sind geschockt. Sie haben viele Stimmen an die Nazis verloren und fürchten, dass sie bei Nationalratswahlen zwischen der aufstrebenden NSDAP und den Sozialdemokraten zerrieben werden. In dieser Situation wird Dollfuß 1932 Kanzler. Anstelle der Großdeutschen hat er sich mit der kleinen Landbund-Bauernpartei zusammengetan und mit den Heimwehren. Mit den Heimwehren, mit dem Heimatblock in die Koalition zu gehen, ist schon ein gewisses Signal, dass hier eine Richtung eingeschlagen wird, die antiparlamentarisch ist. Dollfuß hat zu dieser Zeit noch keine konkreten Umsturzpläne. Er soll die Christlich-Sozialen an der Macht halten und eine Staatspleite abwehren. Der Kanzler holt sich daher vom Völkerbund, der Vorläuferorganisation der UNO, Finanzhilfe. Im Gegenzug muss Österreich aber noch härter sparen. Verbunden mit Weltwirtschaftskrise, mit horrend steigenden Arbeitslosenzahlen, fördert das die politische Agitation der Nationalsozialisten, führt aber auch zu einer Verschärfung der Spannungen zwischen Christlich-Sozialen und Sozialdemokratie. Denn Otto Bauer will Neuwahlen. Er ist aus strategischen Gründen gegen die Lausanner Anleihe. Letztlich erhält Dollfuß im Parlament eine hauchdünne Zustimmung. Das Nein zum Rettungspaket nimmt er den Roten jedoch übel. Dollfuß hatte zweifelsohne ein massiv gestörtes Verhältnis zur Sozialdemokratie. Und es ist klar überliefert, dass er so gekränkt war, dass er nicht mehr persönlich mit den Sozialdemokraten verhandeln wollte. Am 4. März 1933 findet im Parlament eine Sondersitzung statt. Der Anlass: die Regierung will die Teilnehmer eines Eisenbahnerwarnstreiks mit Lohnkürzungen bestrafen. Die Opposition kontert mit Protestanträgen, damit Dollfuß einlenkt. Die Debatte läuft unter dem Vorsitz von Nationalratspräsident Karl Renner. Genau genommen geht es um nichts. Es ging nicht um ein Gesetz. Es ging eigentlich nur um eine symbolische Ohrfeige für die Regierung. Nach hitzigen Auseinandersetzungen wird namentlich abgestimmt. Und siehe da, ein großdeutscher Antrag bringt eine Stimmenmehrheit gegen die Regierung mit 81-80. Bei der Stimmzettelkontrolle tauchen aber zwei Stimmzettel des sozialdemokratischen Abgeordneten Simon Abraham auf. Von seinem Parteikollegen Wilhelm Scheibein findet sich dagegen kein Stimmzettel, obwohl dieser nachweislich abgestimmt hat. Passiert sein könnte die Panne so: Abraham sitzt als Banknachbar neben Wilhelm Scheibein. Der merkt nicht, dass ein Stimmzettelvordruck von Abraham in seiner Lade gelandet ist. Er macht sein Kreuz und geht versehentlich mit einem Abraham-Stimmzettel zur Urne. Aber das war eben der Funken, der alles zum Explodieren gebracht hat. Einer der Abraham-Stimmzettel müsse aberkannt werden, fordern die Christlich-Sozialen. Damit würde es aber 80-80 stehen. Die Opposition wäre mit ihrem Antrag abgeblitzt. Die mögliche Wiederholung der Abstimmung macht die Sozialdemokraten nervös. Denn Karl Renner darf sich als Vorsitzender an keiner Abstimmung beteiligen. Seine Stimme fällt rechnerisch als Sicherheitspolster weg. Das führt dazu, dass Karl Renner als Präsident des Nationalrates zurücktritt, um mit seiner Fraktion mitstimmen zu können.
Eine fatale Entscheidung. Renner trifft sie, nachdem er von SP-Parteichef Karl Seitz und Otto Bauer dazu gedrängt wurde. Um sicherzustellen, dass die Opposition, also Sozialdemokraten plus Großdeutsche, diesen Resolutionsantrag sicher durchbringen und die Regierung blamiert ist. Eine neuerliche Abstimmung kommt nicht mehr zustande. Auch der zweite Nationalratspräsident, Rudolf Rameck, ein Christlichsozialer, tritt zurück. Manchmal spitzt sich das politische Geschehen dramatisch auf wenige Stunden zu. Die Abgeordneten versinken im Streit. Um 21.55 Uhr tritt auch der Großdeutsche Sepp Straffner als dritter Präsident entnervt zurück. Der Nationalrat ist damit führungslos. Wie es in so einem Fall weitergeht, ist in der Geschäftsordnung nicht geregelt. Das ist die Situation. Man geht also quasi ratlos auseinander. Die Tageszeitungen unterschätzen die verfahrene Lage im Parlament. Die Berichterstattung nach dem Wochenende steht im Zeichen der Reichstagswahlen in Deutschland. Hitler hat seine Macht festigen können. Die Situation war natürlich, dass Dollfuß beobachten musste, dass die NSDAP immer stärker wird, dass die Regierung in Berlin alles tut, um die österreichische NSDAP auch stärker zu machen. Diese Drohkulisse erkennt auch Dollfuß. Der Kanzler sieht die Blockade im Parlament als Gelegenheit, um durchgreifen zu können. Die sozialdemokratische Parteispitze hat sich schon am 4. März zu einer nächtlichen Krisensitzung getroffen. Der Abgeordnete Albert Sever zeigt sich zerknirscht. Es gibt keine Entschuldigung für den Fall Scheibein. Tags darauf erfahren die Roten, dass die Schwarzen an einen Staatsstreich denken. Karl Renner wird deshalb zu Bundespräsident Wilhelm Miklas geschickt. Dieser soll die Lage entschärfen. Die Geschäftsordnungspanne vom 4. März wäre, wenn man es gewollt hätte, relativ einfach reparierbar gewesen. Das Problem war, dass die Regierung genau das ja nicht wollte. Das belegt das Protokoll einer Sitzung im christlich-sozialen Parlamentsclub am 7. März. In der sagt Finanzminister Karl Burisch: Renner hat das dümmste Stück seines Lebens gemacht. Sein Vorschlag ist: Das Parlament dunsten lassen. Der Abgeordnete Richard Schmitz sieht gar ein Geschenk des Himmels. Gott hat uns noch einmal eine Gelegenheit gegeben, das Land und die Partei zu retten. Es ist also die autoritäre Illusion, die hier greifbar wird, so stark gewesen, dass man gedacht hat, die Regierung ist so stark, dass sie jetzt den Kampf gegen den Nationalsozialismus ungehindert aufnehmen kann, weil die lästigen Sozialdemokraten und anderen Oppositionellen jetzt praktisch still sind. Im Bundeskanzleramt geht Dollfuß aufs Ganze. Das Parlament sei nicht mehr funktionstüchtig, behauptet er. Die Regierung dagegen sehr wohl. Mit Plakaten wendet er sich ans Volk. Wegen der schweren Krise des Parlaments werde er die Staatsgeschäfte nun autoritär führen. Und zwar mit Notverordnungen, wie sie das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz von 1917 erlaubt. Mit solchen Verordnungen will Dollfuß komplett am Parlament vorbeiregieren. Viele warten darauf, dass der Bundespräsident eingreift. Eigentlich hätte Miklas die Regierung entlassen können und wohl auch müssen. Dollfuß hat es ihm angeboten. Aber Miklas nimmt dieses Angebot nicht an und wird damit Komplize des Staatsstreichs, den hier Dollfuß veranstaltet. Miklas macht eindeutig klar für sich und im engsten Umkreis, dass er diesen Weg
für extrem bedenklich hält. Aber in dieser Situation kann er sich nicht zum Handeln entschließen. War der Bundespräsident zu feig, um seinem Parteifreund Dollfuß die Stirn zu bieten? Der Miklas war sicher kein böser Mensch. Und es war nicht seine Intention, hier die Verfassung zu verlassen. Aber er war nicht der Mann, der den Widerstand aufbringen konnte. Miklas bekommt sogar eine zweite Gelegenheit, die verfassungsrechtliche Notbremse zu ziehen. Als nämlich die Christlich-Sozialen am 15. März bei ihm anfragen, ob er die Regierung entlassen würde, wenn gewaltsam das Zusammentreten des Nationalrats verhindert werden würde. Und auch hier sagt Miklas nein. Dollfuß hat somit eine Blankovollmacht. Die nützt er, als Sepp Straffner, der dritte Nationalratspräsident, eine neue Sitzung einberuft. Er will das Parlament wieder flott machen. Dollfuß lässt das aber nicht zu. Das Parlament wird abgesperrt. Oppositionspolitiker dürfen nicht mehr ins Gebäude. Und die Abgeordneten, die frühzeitig gekommen waren, werden von Polizisten abgeführt. Der Kanzler hat den Nationalrat beseitigt. Dollfuß hat diese Geschäftsordnungskrise als Selbstausschaltung des Nationalrates definiert und hat sich damit selbst einen Vorwand geschaffen, um den Parlamentarismus zu zerstören. Damit war der sehnliche Wunsch der Heimwehren nach Schließung der sogenannten Quatschbude endlich erfüllt. Dollfuß startet eine Verbotswelle. Schrittweise werden die Grund- und Freiheitsrechte eingeschränkt. Die Arbeiterzeitung hat schon am 14. März gewarnt, dass Österreich mittendrin in der Diktatur sei. Prompt hat man die Zeitung beschlagnahmt. In der zweiten Ausgabe ist der anklagende Leitartikel verschwunden. Auf den Straßen sieht man nun Militär und Stacheldraht. Der Weg in den Polizeistaat hat begonnen. Bei seinen Repressalien stützt sich Dollfuß auf den Spitzenbeamten Robert Hecht. Die Opposition hat Robert Hecht als den bösen Geist des Bundeskanzlers bezeichnet. Robert Hecht war ein intellektuell ausgezeichneter Jurist, aber er ist bereit, jede Argumentation zu liefern, die Dollfuß gebraucht hat, um seine politischen Zwecke zu erfüllen. Die Justiz steht dem Regime noch im Weg. Denn die Höchstrichter könnten die Notverordnungen wieder aufheben. Kurzerhand legt Dollfuß nach dem Parlament auch den Verfassungsgerichtshof lahm. Mit dem kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetz konnte die Regierung jetzt hantieren, wie sie wollte. Und das war nun der Schritt in den Abgrund. Ende März 1933 wird der Republikanische Schutzbund verboten. Dollfuß drängt die Rote Parteiarmee in den Untergrund. Vorerst leisten die Sozialdemokraten aber keine Gegenwehr. Über viele Wochen hin bestürmen Karl Renner und andere den Bundespräsidenten, Dollfuß doch abzusetzen. Doch Miklas lässt seine Sondervollmachten in der Schublade. Später ist Renner wegen der zunehmenden Nazi-Bedrohung sogar zu einer befristeten Notstandsregierung unter Dollfuß bereit. Dollfuß reagiert darauf, hinhalten. Das ist immer seine Taktik. Hinhalten, ja, halbe Versprechungen machen und schauen, dass man an der Macht bleibt. Die Sozialdemokraten haben lange Zeit versucht, Angebote zu machen, die aber letztlich nach der Ausschaltung des Parlaments von den Christlich-Sozialen zurückgewiesen wurden, mit der Bemerkung, jetzt sei es dafür zu spät. Der Kampf gegen den Parlamentarismus war längst mit jenem gegen die Sozialdemokratie verschmolzen. Gleichzeitig will Dollfuß mit Hilfe der Heimwehr die Nazis übertrumpfen, quasi propagandistisch über Hitlern. Diese Strategie hat Dollfuß bereits 10 Tage nach der Parlamentsausschaltung umrissen.
Die braune Welle können wir nur auffangen, wenn wir das, was die Nazis versprechen und in Deutschland getan haben, was ohnehin gemildert wird durch verschiedene Richtungen bei uns, selber machen. Die Nazis per Imitationsfaschismus auf Distanz halten. Eine verhängnisvolle Strategie. Dollfuß trägt jetzt immer öfter Uniform und er gründet eine Sammelbewegung, die herkömmliche Parteien ersetzen soll. Die Vaterländische Front. In der grüßt man einander mit Front Heil und Heil Österreich. Zum Emblem des Regimes wird das Krückenkreuz der christlichen Kreuzritter als Gegenentwurf zum Hakenkreuz. Nach einer Nazi-Terrorwelle verbietet Dollfuß im Juni 1933 die NSDAP. Er hat dafür die Rückendeckung von Italiens Diktator Mussolini, der Österreichs internationaler Schutzpatron wird. Im September trommelt Dollfuß seine Anhänger für eine Grundsatzrede zusammen. Ein Satz wird zur Lebenslüge des Regimes. Das Parlament hat sich selbst ausgeschaltet, ist an seiner eigenen Demagogie und Formalistik zugrunde gegangen. Dollfuß strebt nun einen autoritären Ständestaat an. Was das sein soll, erklärt ein Propagandafilm so. Autoritär muss der Staat sein, um die einzelnen Interessen dem gemeinsamen Wohle unterzuordnen. Berufsständische Arbeit ist die Zusammenführung von Arbeiter und Unternehmer zu gemeinsamem Schaffen. Der neue Staat ist aber Utopie und Täuschung zugleich. Die Berufsgruppen haben keine Autonomie. Regierung und Vaterländische Front schreiben alles vor. Im Rahmen eines Regimes, das einen betont christlichen Anstrich hat, das aber auch das Deutschtum hochhält. Jenes diffuse kulturelle Zugehörigkeitsgefühl, das 1918 die Geburt der Republik bestimmt hat. Denn das kleine Österreich wollte anfangs den Anschluss an das demokratisch gewordene Deutschland. Doch die Siegermächte des Weltkriegs waren dagegen. 1933 sind viele froh, dass Österreich unabhängig geblieben ist und der Nazi-Herrschaft trotzt. Doch die Deutschtümelei ist in den Köpfen verankert. Hitler behält daher seine Anziehungskraft, weil er das wahre Deutschtum für sich beansprucht. Daher setzt Dollfuß einst drauf. Die Österreicher wären aufgrund ihrer überwiegend katholischen Identität höher stehend und somit die besseren Deutschen. Es war natürlich der Versuch, einerseits dem herrschenden deutschnationalen Verständnis Rechnung zu tragen, Österreich als deutschen Staat zu verstehen, aber andererseits auf Distanz zu gehen von der Brutalität des nationalsozialistischen Regimes. Das beruhigt weite Teile der jüdischen Bevölkerung. Vom Kanzler kommen öffentlich keine antisemitischen Aussagen. Und jeder, der seine Pflicht erfüllt, ist ein gleichwertiger Bürger dieses Landes. Für die österreichischen Juden und Jüdinnen galt dieses Regime als ein mögliches Bollwerk gegen Hitler. Man muss auch hier ganz klar sagen, es gab keinen offiziellen Antisemitismus im Dollfuß-Schuschnigg-Regime. Mit unterschwelligen Anfeindungen muss die jüdische Bevölkerung trotzdem leben. Man arrangiert sich so gut es geht und begegnet der prekären Sicherheit mit Ironie. Für mich ist Österreich das Schönste auf der Welt. Ich bleib fest dabei, denn uns macht Bang nix. Wir brauchen nur ein schönes Wetter und ein Geld. Gehen's her, Nachbar, lassen's mich in Ruhe. Ich hör Ihnen gar nicht zu. Denn erst kommt Österreich und dann kommt lang nix. Und jetzt ist Schluss, weil ich mich sonst noch ärgern muss. Der leutselig wirkende Dollfuß zeigt im Februar 1934 seine brutale Seite. Er lässt den sozialdemokratischen Aufstand mit Hilfe des Bundesheers, der Polizei und der Heimwehr blutig niederschlagen.
die mehrtägigen Kämpfe mit 360 Todesopfern und dem Verbot der Partei werden zum großen Trauma für die Sozialdemokraten. Erstens, weil die Regierung sich bereit zeigt, mit Artillerie gegen Wohnhäuser von Arbeitern und Arbeiterinnen zu schießen und weil sie auch bereit ist, die Gegner standrechtlich zu verurteilen und hinzurichten, auch wenn sie zum Teil schwer verletzt sind. Die Februarereignisse sind auch deswegen ein Wendepunkt, weil von da an klar ist, es wird nicht mehr möglich sein, eine nationale Widerstandsfront über die Parteien hinweg gegen den Nationalsozialismus zu bilden. Auf dem blutigen Februar folgt ein bunter Mai. Am Tag der Arbeit feiert sich das Regime mit einer volkstümlichen Parade. Die verschiedensten Berufsgruppen ziehen über die Wiener Ringstraße. Der Sinn des Politspektakels: Die Bevölkerung soll sich für die neue Zwangsharmonie der Berufsstände erwärmen. Wir Brüder und Schwestern der Arbeit, dass unser Wien, das Österreich, ewig lebe. Vor dem Umzug hat Dollfuß eine diktatorische Verfassung proklamiert, in der das Recht nicht mehr vom Volk, sondern von Gott ausgeht. Nach 466 Notverordnungen braucht der Kanzler keine Dekrete mehr. Ein neues Ermächtigungsgesetz gibt ihm alle Macht. Im Namen Gottes des Allmächtigen, von dem alles Recht ausgeht, erhält das österreichische Volk diese Verfassung. Das ausgeschaltete Parlament hat man tags davor für 2 Stunden reaktiviert. Ein Dollfuß-treuer Marionettennationalrat segnet die Kanzlerdiktatur ab. Die christlich-soziale Partei hat sich aufgelöst. Das Zustandekommen der Verfassung, aber auch das Zustandekommen des Ermächtigungsgesetzes zeigt klar, dass es der Regierung darum geht, Scheinlegalität um jeden Preis zu erzeugen. Alles, was hier geschieht, ist Verfassungsbruch, ist verfassungswidrig. Dollfuß kümmert das wenig. Er möchte im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit gut dastehen. Denn Nazi-Deutschland protzt mit Autobahnen und einem rüstungsgetriebenen Konjunkturaufschwung. Österreich kontert mit einer Arbeitsschlacht. Großprojekte sollen Jobs bringen. Bagger sind aber meist verboten. Gebaut wird vorwiegend mittels Handarbeit. Es war altmodisch, aber insofern verständlich, als natürlich die sogenannten Schaufelarbeiten mehr Arbeitsplätze bedeutet haben, als Maschinen einzusetzen. Doch auch Dollfuß kann Österreich nicht aus der Stagnation führen. Die knappen Geldmittel fließen nicht in die Elektrifizierung, sondern in volkswirtschaftlich unbedeutende Bergstraßen. Am 25. Juli 1934 wird Engelbert Dollfuß bei einem Nazi-Putschversuch in Wien erschossen. Der Anschlag ist von schweren Kampfhandlungen begleitet. 13 NS-Putschisten werden hingerichtet. Dollfuß wird wie ein großer Staatsmann zu Grabe getragen. Der Bundespräsident agiert bei den Begräbnisfeierlichkeiten als oberster Zeremonienmeister. Dieser selbe Mann war durch tragische Schicksalsfügung in die weltgeschichtliche Zwangslage versetzt, sein Volk und seine Heimat mit allen Mitteln zu schützen, in hartem Kampfe gegen übermächtige Gegner. Der tote Dollfuß wird zum Heldenkanzler und Politmärtyrer hochstilisiert. Vielerorts werden für ihn Denkmäler und Kreuze errichtet. Wie hier in Großriedenthal in Niederösterreich. Das Rennen um die Dollfuß-Nachfolge macht Justizminister Schuschnigg. Die Nummer 2 der Regierung bleibt vorerst Heimwehrboss Starhemberg. Als Vizekanzler und Chef der Vaterländischen Front. Das diktatorische Schuschnigg-Regime verpasst sich aber einen pseudodemokratischen Anstrich.
Im Hohen Haus wird ein Scheinparlament installiert. Neuartige Gremien sollen den früheren Nationalrat ersetzen. Ihre Funktion war natürlich eine Behübschung der tatsächlichen Machtverhältnisse. Manchmal konnten sie auch ein bisschen aufmucken, aber das war nur sehr selten. Denn im Staatsrat, im Bundeswirtschaftsrat und den übrigen Gremien sitzen nur linientreue Personen. Sie haben hinter verschlossenen Türen fertige Gesetze durchzuwinken. Nach nur ein bis zwei Tagen Begutachtung. Im täglichen Leben will das Regime die Zeit zurückdrehen. Man versucht, die 1919 festgelegte Gleichberechtigung von Mann und Frau wieder einzuschränken. Bubikopffrisuren und kurze Kleider gelten als emanzipatorischer Irrweg. Die Frau wird wieder reduziert auf ihre gottgewollte Rolle, ihre Rolle als Frau und Mutter. Und das Bild ist nicht sozusagen die selbstbestimmte Frau, sondern die Frau, die den Mann ergänzt. Frauen sollen zurück an den Herd, um den Männern keine Arbeitsplätze wegzunehmen. In den Reihen des Regimes dienen Frauen eigentlich nur als Aufputz bei Fahnenwein. Aber ansonsten war es das Bestreben des Regimes, Frauen aus der beruflichen Tätigkeit rauszudrängen und dem Haushalt wieder zuzuführen. Daher auch etwa die bekannte Doppelverdienerverordnung, mit der Frauen aus dem Staatsdienst entlassen wurden, wenn sie einen verdienenden Ehegatten gehabt haben. Diese Diskriminierung gab es schon in der Monarchie, im Volksmund Lehrerinnenzölibat genannt. 1933 wird diese Regelung neu eingeführt, nun für den gesamten öffentlichen Dienst. Nur mehr alleinstehende Frauen dürfen Lehrerinnen oder Beamtinnen sein. Besonders hart getroffen wird die Bevölkerung vom Sozialabbau. 1935 werden die Pensionen der Angestellten um bis zu 20% gekürzt, die Industrielöhne empfindlich gesenkt. Jeder zweite Arbeitslose muss ohne Arbeitslosengeld über die Runden kommen. Die Sozialpolitik war ein Stiefkind dieses Regimes. Man sieht es auch daran, wie sehr Arbeiterrechte beschnitten wurden. Man hat Leute entlassen, zwei Tage bevor ihr Urlaubsanspruch schlagend wurde. Drei Tage später hat man sie frisch eingestellt. Unter solchen Schikanen leiden viele. Die alten Eliten werden hingegen hofiert. Der Adel feiert ein politisches Comeback. Die 1919 verbotenen Adelstitel werden wieder eingeführt. Die Habsburger erhalten sogar Besitzungen zurück, die einst von der Republik beschlagnahmt wurden. Das Regime bedient die Oberschicht. Sozial Schwache bleiben auf der Strecke. Keine Kosten und Mühen scheut das Regime bei der Kultur. Die Salzburger Festspiele werden zum Symbol der rot-weiß-roten Eigenständigkeit. Österreich profitiert davon, dass die Nazis jüdische Künstler aus Deutschland vertreiben. Diese treten ab 1933 zum Teil in Salzburg auf. Auch der weltbekannte Dirigent Arturo Toscanini sorgt für frischen Wind. Der erklärte Antifaschist zieht ein internationales Publikum an, nicht nur mit der Aufführung von Wagner-Opern. Ganz oben in der Hochkultur hat man versucht, Österreich als das bessere Deutschland auszuspielen. Sozusagen von Salzburg da ins Reich hinüberzurufen, wir sind die besseren Deutschen, wir sind die Kultur, ihr seid Barbaren. Das war schon eine merkwürdige Haltung. Ab 1936 ist Österreich außenpolitisch isoliert. Italien ist nicht mehr Schutzmacht. Hitler und Mussolini haben sich verbündet. Im Februar 1938 appelliert Schuschnigg an den Patriotismus der Bevölkerung. Ort dafür ist ausgerechnet der alte Sitzungssaal aus der Monarchie, wo bis 1933 der Nationalrat getagt hat.
Maßgebend muss bleiben der feste Wille des österreichischen Volkes, dass unser Österreich Österreich bleiben muss. Schuschnigg weckt die trügerische Hoffnung, dass sich Österreich gegen Hitler wehren wird. Wir sind den Tod! Rot, weiß, die Volksbefragung zur Unabhängigkeit Österreichs kommt nicht mehr zustande. Am 11. März 1938 bricht das morsche Regime in den Abendstunden zusammen. Fast auf den Tag genau 5 Jahre nach der Ausschaltung des Parlaments. Der Einmarsch der Wehrmacht beseitigt die Schuschnigg-Regierung. Der als austrofaschistisch oder autoritär geltende Ständestaat wird vom totalitären Nationalsozialismus weggefegt. Viele Ständestaatsfunktionäre und Mitglieder der pseudoparlamentarischen Gremien werden deportiert. Dollfuß-Berater Hecht ist einer der ersten, den die Nazis aus Rache ins KZ verschleppen. Robert Hecht, der jüdischer Abstammung war im Übrigen, war so jemand, der gegen die Nazis vorgegangen ist und war daher ein Feind Nummer eins. Auch Hecht zum Beispiel ist sofort umgebracht worden in Dachau, ja? Das nicht überlebt. 1945 ist der Zweite Weltkrieg vorbei. Die Alliierten haben Österreich vom NS-Regime befreit. Wieder ist es Karl Renner, der den politischen Neustart verkörpert. Bereits 1918 erster Kanzler der Ersten Republik, ist er nun der erste Kanzler der Zweiten Republik. Der Wiederaufbau wird auch im Parlamentsgebäude sichtbar. Nach Bombentreffern im Krieg erhält der Nationalrat einen modernen Sitzungssaal. Im weiteren Sinn hat man in der Zweiten Republik auf Zusammenarbeit der großen Lager Wert gelegt, mit der begleitenden Sozialpartnerschaft und mit dem beginnenden Wohlstand. Das hat eine allgemeine Atmosphäre geschaffen, die Konflikte nicht mehr so aufkochen hat lassen wie in der Ersten Republik. Dem Koalitionsfrieden zuliebe werden historische Streitfragen ausgeblendet. Die Interpretation, das Parlament habe sich selbst ausgeschaltet, galt ja noch lange in der Zweiten Republik. Was damit eben nicht deutlich zum Ausdruck gebracht wurde, ist, dass es sich vielmehr um einen Staatsstreich gehandelt hat. Deswegen werden auch die parlamentarischen Spielregeln geändert, um einem Umsturz wie 1933 vorzubeugen. Auf der technischen Ebene hat man die Nationalratsgeschäftsordnung dahingehend ergänzt, dass im Fall des Rücktritts aller drei Präsidenten der älteste Abgeordnete, die älteste Abgeordnete den Vorsitz übernimmt. Der Nationalrat kann somit nie mehr führungslos sein. Ein Staatsstreich nach dem Muster von Engelbert Dollfuß ist ausgeschlossen. Vielen ist der Diktator aber kein Begriff mehr. Die Meinungsforscher von Sora haben daher abgetestet, was die Bevölkerung über die damalige Zeit und die aktuelle Politik denkt. Wir führen derzeit eine Studie durch zum Thema Demokratie in Österreich. 1000 Menschen wurden im Auftrag der Menschen- und Mächte-Redaktion befragt. Ja, für 1 stimmen Sie sehr zu, bis 5 gar nicht. Das Ergebnis ist ernüchternd. Wenn es um die Beurteilung von Engelbert Dollfuß geht, sieht man eine große Gruppe von Leuten, die sich überhaupt nicht informiert fühlen, die sich nicht auskennen, die sich kein Urteil zutrauen. Das sind fast 60%. Die übrige Bevölkerung sieht Dollfuß kritischer als je zuvor. 30% halten ihn für den Zerstörer der Demokratie der Ersten Republik. Die Gruppe der Dollfuß-Bewunderer ist seit 2007 von 25 auf 13% zusammengeschmolzen. Bedenklich ist aber ein anderer Trend. Die überzeugten Demokraten werden weniger, während die Demokratiebefürworter mit autoritären Neigungen zunehmen. Nach diversen Skandalen glauben nur mehr 34%, dass das politische System gut funktioniert.
beflügelt der aufgestaute Unmut den Wunsch nach einem starken Mann? Ich bin mir nicht so sicher, ob Menschen wirklich demokratiemüde sind. Sie sind demokratieunzufrieden. Sie sind vor allem unzufrieden mit den schleppenden Ergebnissen, die Demokratie in ihren Augen hervorbringt. Dazu kommt der Krisenstress infolge von Corona, Inflation, Ukraine-Krieg und Klimabedrohung. In den Jahren der Parlamentsrenovierung hat sich die Welt dramatisch verändert und es gibt unerwartete Bedrohungen. Im Jänner 2021 dringen Trump-Anhänger ins amerikanische Parlament ein. Der Sturm aufs Kapitol entpuppt sich als Putschversuch. In Brasilien greifen Anfang 2023 Anhänger des abgewählten Präsidenten Bolsonaro das Regierungsviertel an. Hierzulande scheint ein Sturm aufs Hohe Haus weit hergeholt zu sein. Dennoch, 25% der Österreicherinnen und Österreicher sehen darin laut SORA-Umfrage eine große Gefahr. Als noch größer wird eine andere Bedrohung eingestuft. 32% befürchten, dass eine radikalisierte Gruppe oder eine Partei versuchen könnte, den Rechtsstaat zu demontieren. Unter Druck steht die etablierte Politik in jedem Fall. Denn Teile der Wählerschaft flirten mit alternativen Demokratiemodellen. Mehr direkte Demokratie nach dem Vorbild der Schweiz wünschen sich 63% der Wählerschaft. Eine Expertenregierung wäre 36% der Befragten lieber als die herkömmliche Parteiendemokratie. Was mich mehr überrascht hat, ist auch dieser Wunsch, dieser verstärkte Wunsch nach im Grunde unpolitischer Politik, indem man sagt, man hätte gern eine Regierung der besten Köpfe. Das ist umgekehrt natürlich kein großes oder kein gutes Zeugnis für amtierende Politikerinnen und Politiker. Denen wird ja auch in dieser Umfrage wenig Vernunft zugetraut. Für eine Klimaschutzregierung, die ohne Parlament gegen die Umweltzerstörung aktiv wird, sprechen sich immerhin 17% aus. Gibt es also Befürworter einer Ökodiktatur? Nein, sagen die Meinungsforscher. Es handle sich hier um Menschen, die nur den Klimaschutz autoritär erledigt haben wollen. Da gibt es niemanden, der sich für eine Diktatur ausspricht. Die sehen das eine Thema. Das wollen sie außerparlamentarisch schnell oder möglichst auch von Experten geregelt haben und haben das Gefühl, das Parlament ist in dieser Sache zu langsam. Klar antidemokratisch sind diejenigen, die eine Diktatur auf Zeit mit zweijähriger Dauer befürworten, was für 11% der Befragten zutrifft. Diese teils gewaltbereite Gruppe tritt für einen starken Führer oder eine Militärregierung ein. Dieser Gesinnung stehen aber jene entgegen, die trotz aller Unzufriedenheit für die Demokratie sind. Und das sind 78%. Es gibt diese Sehnsucht nach einem starken Mann, allerdings ist die sehr eingeschränkt. Man wünscht sich jemanden, der einem in der einen Sache, die ihm wichtig ist, Recht gibt und das durchsetzt. Aber in allen anderen Sachen soll er sich möglichst an die Regeln der Demokratie halten und nicht zu viel zu reden haben. Die große Mehrheit ist damit diktaturresistent, zumindest derzeit. Wenn die Unzufriedenheit in einzelnen Fragen oder mit der Regierung und dem politischen System stärker wird, dann könnten autoritäre Stimmungen leichter mobilisierbar werden. Das macht mir schon Sorge. Auf die Demokratie könnten stürmische Zeiten zukommen. Europa befindet sich in einem Wettkampf mit der diktatorischen Wirtschaftsmacht China. Im Inneren hat die Europäische Union Verfahren gegen Ungarn und Polen laufen. Beiden Ländern wird vorgeworfen, den Rechtsstaat zu untergraben. Und Österreich? Das Land hat in der Corona-Zeit eine gesellschaftliche Spaltung erlebt. Die Gefahr von noch stärkerer Polarisierung ist erkennbar.
Ich fürchte weniger eine Diktatur in Österreich in Zukunft, als vielmehr eine schleichende Verschiebung, nämlich dass demokratische Werte und vor allem auch die Bereitschaft zum Konsens abnehmen und am Ende dann das Allgemeinwohl leidet, weil eben diese Fähigkeit zum Kompromiss immer weniger ausgeprägt ist und auch vor allem auf immer weniger Verständnis stößt. Die 30er Jahre haben uns aber auch gelehrt, dass die Vorstellung, die Wunschvorstellung, dass ein starker Mann es besser machen würde als ein Parlament, nicht zutreffend ist. Wir haben gelernt aus der Vergangenheit, aber wir müssen uns wappnen für die Zukunft.